Wer steht denn da alleine? Was machst du da, Frieda? Oh, du wolltest gerade einfach loslaufen? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist 6 Uhr. Ich bin seit 5:30 wach, hab die Frieda angezogen und gewickelt. Hab die Pauline erstmal richtig wach gekuschelt. Die braucht morgens immer ihre Kuscheleinheit. Leona habe ich auch geweckt für die Schule und habe ihre Sachen rausgelegt. Die ist auch schon umgezogen. Ich habe Frühstück gemacht. Jetzt warten wir noch auf den Alex. Der steht jetzt auch langsam auf, geht duschen, weil der bringt ja die Leona weg. Was ist los jetzt? Morgen fahre ich in die Klinik. Dann ist bald schon mein großer Tag für die Brustoperation. Und ich muss hier zu Hause einiges vorbereiten für die Kinder und auch für Alex. Ja, weniger Stress hat als sonst. Ich werde nochmal einkaufen gehen für Alex, werde heute auch noch Essen vorkochen und das einfrieren. Genau, ich werde schon meine Koffer heute packen. Ich zeige euch mal, was ich so mitnehme. Und Alex und ich haben gesagt, damit alles reibungslos morgens abläuft und ich, wenn ich nicht da bin, legen wir schon mal für die Kinder immer Kleidung raus für die nächsten 3 Tage, weil ich bin... Oh, seht ihr, wie kuschelig? Weil ich bin 3 Tage, also 3 Nächte im Krankenhaus. Wir legen dann schon mal Kleidungen für die Kinder hin, damit er die morgens nicht mal raussuchen muss. Und dann wird das schon klappen. Der Alex schafft das. Papa wird gerufen. Papa, komm! Ich mache jetzt den Alex erstmal einen Kaffee. Ja, Papa, komm! Wasser. Da. Für mich gibt es heute Morgen wieder mal mein Vanille-Cappuccino. Ich werde heute Morgen nicht frühstücken. Alex Kaffee mache ich auch erst, wenn er runterkommt. Also ich werde frühstücken, aber jetzt nicht so früh. Sondern erst, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Das ist dann so gegen 9 Uhr. Leona hat auch ihr Frühstück. Hübsche Maus, hast einen neuen Pulli an. Das ist der Pulli von Ernstings Family mit den Sternen drauf. Ne? Kekscreme, bisschen Obst und Gemüse und ein bisschen... Das ist die falsche Kekscreme. Ist nicht crunchy, ne? Schmeckt trotzdem lecker. Und ein bisschen mit Entchen. Aber nur ein bisschen. Die Pauline bekommt das gleiche mit Käse und Frischkäse. Und Leonas Butterbrot ist auch schon für die Schule fertig. Das zeige ich euch mal eben. Ich liebe diese Butterbrotsdosen, weil die Unterteilungen haben. Käsebrot mit ein bisschen Würstchen und Apfel und Gurke. Das ist ein Chaos hier heute Morgen. Das ist jeden Tag. Ohne Kaffee geht bei mir nichts. Super, Pauline. Danke. Nein, nicht Frieda, nicht unterschmeißen. Frieda hat gerade Alexa runtergeschmissen und Pauline hebt es auf. Hast du super gemacht. Mit Teddy im Arm. Übrigens ist das Leonas T-Shirt. Super Held, aber es passt Leona nicht mehr, ist eingelaufen. Frieda hat ihre neuen Sachen an. Nein. Nein. Warte, Frieda. Komm anziehen. Mama, Mama, komm. Mama guckt. Jo. Ja, Teddy darf jetzt auch mit frühstücken. Lasst es euch schmecken. Fernseher habe ich jetzt gerade ausgemacht. Ich habe den gerade eben schnell angemacht, während ich das Frühstück vorbereitet habe. Übrigens haben wir diesen Roboter rausgeholt. Den hatten wir noch im Keller. Frieda findet den ganz toll, weil der tanzen kann. Schnell hin da, ne? Ah, jetzt will sie laufen. Guckt mal, guckt mal. Ach, nee, klappt noch nicht. Was du? Alex ist jetzt duschen für mich. Das ist gut. Und ich werde jetzt die Pauline nochmal wickeln und für den Kindergarten gleich fertig machen. Also anziehen, weil sie jetzt gerade am Frühstücken ist. Dann wird sie immer manchmal dreckig. Also trotz Lätzchen wird sie dreckig, wenn sie frühstückt. So, Socken suche wir jeden Morgen. Ich ziehe jetzt dieses Oberteil an. Das ist ein Pulli von Fuchs und Kiwi mit diesem Mammutdesign. Und dazu eine schlichte Leggings. Ich habe heute Nacht übrigens bei Pauline mit im Bett geschlafen, deswegen auch die Decke. Fragt nicht warum, ich bin einfach nachts oder abends eingeschlafen, als ich sie schlafen gelegt habe. Und Alex hat mich nicht geweckt, normalerweise wecken wir uns da immer gegenseitig. Ich muss Alex gleich mal fragen, ich glaube, er ist selbst einfach eingeschlafen, konnte mich nicht mehr wecken. Oder er hat zu lange gearbeitet und dann ist direkt ins Bett gegangen. Ist nicht schlimm, ich habe nur ein bisschen Rücken. Aber ich kann ja die nächsten Tage in der Klinik oft genug schlafen, lange nicht. Mama kommt wieder. Finger eingeklemmt. Hey.
ins Bett gehen, oder? So, du, du. Leona Skinner-Zimmer und wollte hier kurz ein bisschen aufräumen, einfach damit es nicht so unordentlich aussieht. Leona hat von uns die restlichen Dekorationsteile von Fridas ersten Geburtstag bekommen. Hat die schon bunt angemalt. Ich glaube aber, sie ist noch nicht fertig. Genauso wie diese Box, wo die ganzen Sachen geliefert wurden. Aha. Was ist hier so alles drin? Oh, der ist aber kaputt. Können wir erstmal wegschmeißen. Das müssen wir noch in Fridas Zimmer aufhängen. Meinst du, das klappt? Langsam. Ich glaube, Frieda muss noch mal vom Kindergarten ein halbes Stündchen schlafen. Wer steht denn da alleine? Was machst du da, Frieda? Oh, du wolltest gerade einfach loslaufen? Ja, ja, ja. Ja, ja, die macht auch seit dem Wochenende die ersten Schritte immer mal alleine. Ja, komm. Ja, ja, ja. Nee. Weil dann wird es auch schon Zeit, die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Frieda hilft, dass hier unordentlich wird. Wir sind jetzt hier in Leonas Kuschelecke. Die ganzen CDs liegen hier rum. Ich erstmal hier einräumen. Die steht einfach. Schatz, toll. Frieda läuft bald. Alleine. Wollen wir mal die Bücher deiner Schwester hier einräumen? Guck mal, ein Auto, Frieda. Guck mal. Ich frage mich, warum das bei Leona liegt. Guck mal hier. Ja, toll. Wir müssen gleich nochmal die Kinder umziehen. Es wird heute 26 Grad und ich dachte, es wird frisch. Ich habe erstmal einen langen Body und dicke Hose angezogen. Ja, gleich ein T-Shirt an und eine dünnere Hose. Alles hier einräumen, Frieda. Kann ja sein, dass du die Windel voll hast, Madame. Check mal her. Puh. So, gehen wir erstmal wickeln. Klar, ich habe es ja auch nicht gerade eingeräumt. Komm, wickeln in den Kindergarten. Papa, komm gleich, dann fahren wir mit Fahrrad. Oh. Oh. Frieda liebt Puppen. Oh. Ich glaube, das kann man sehen. Ja, Tim ist das. Oh, Baby. Scheint auch müde zu sein. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies. Wie sieht aus, meine Haare? Ich war jetzt gerade einkaufen, wir haben die Kinder weggebracht. Und ich zeige euch jetzt eben ganz schnell, was ich eingekauft habe. Ist aber nichts Besonderes. Da zeige ich euch das überhaupt. Wartet mal. Wir haben Edeka und es ist bei uns ja so, dass der Alex nicht kochen kann und auch nicht möchte. Dafür macht er aber alle andere Dinge im Haushalt, was ich richtig gut finde, unterstützt mich auch viel mit den Kindern und so. Deswegen ist Essenzubereitung und wir kochen ja eher mein Ding. Wir haben noch nicht gefrühstückt, deswegen gibt es Roggenbrötchen für uns. Und der Alex ist gerade am Keller am Arbeiten und hat ein Telefonat. Das heißt, ich werde ihm jetzt auch schon mal Frühstück vorbereiten, also die Brötchen belegen und so, dass er das zwischendurch mal mampfen kann, weil der musste irgendwas installieren mit Datev. Und er ist da irgendwie 3-4 Stunden im Gespräch, weil er das installieren muss. VM-Bla, ich verstehe da nichts, was der da unten im Keller redet. Genau, dann habe ich mitgenommen Weizenbrötchen für Alex. Wie schon gesagt, ich bin ja 3 Nächte weg. Und deswegen auch, ja, fertig, Pasta. Da kann man ja ganz einfach die Anleitung lesen, Alex, ne? Und dann wird das schon klappen. Für die Kids Wiener Würstchen. Bei unseren Kindern ist es so, sie essen sehr viel zwischendurch. Auch Apfel und Obst oder Gemüse. Die brauche ich heute zum Kochen, da nehme ich euch, glaube ich, auch noch mit. Ich koche ja, wie gesagt, für den Alex vor, damit er morgen Mittagessen hat. Und das andere werde ich einfrieren. Ich mache so einen Moment, ich gucke mal gerade mein Buch hier. Den werde ich heute Mittag für Alex und mich kochen zum Mittagessen. Rahmgemüse, das werde ich einfrieren, genauso wie Alex geliebte Pizzasuppe. Da wollte ich ihm eine Überraschung mitmachen. Ich habe mitgenommen Bananen, ganz viele Birnen für die Kinder. Unheimlich gerne Birnen, Äpfel, also die snacken richtig viel Gemüse. Dann habe ich für 9 Euro verschiedenen Aufschnitt mitgenommen von der Frischtheke. Das werde ich jetzt gleich belegen. Serrano-Schinken, Pastrami, Heidefrühstück und solche Sachen. Und der Grund, warum ich eigentlich losgefahren bin, ist dieser hier. Wenn Alex nicht zustande bekommt die letzten Tage, gibt es ausnahmsweise mal so
hip von 1 bis 3 Jahren. Gemüse, Fleischpfanne, das sind halt so richtige Gerichte. Mini-Nudeln und Nudeln ABC. Kinder-Bio-Teller mit Fleischpfanne. Und ihr glaubt es nicht, aber Pauline isst das auch, glaube ich, ganz gerne. Sie isst zumindest immer die Gläschen mit, wenn Frieda mal ein Gläschen bekommt. Frieda ist ein Jahr und isst normalerweise vollkommen vollwertig bei uns beim Mittagstisch mit oder beim Abendbrot. Sie isst das, was wir auch essen. Aber ich möchte so Alex einfach die Auswahl lassen, dass er auch was da hat. Die halten sich bis nächstes Jahr. Die kann man immer super unterwegs mitnehmen. Und Milch habe ich noch mitgenommen. Achso, und ich habe noch meinen Rucksack gepackt, damit ich nicht so viele Tüten kaufen muss. Oh, Moment. Alex war halt wichtig, viel Obst und Gemüse, weil die es halt immer zwischendurch essen. So Heidelbeeren, die lieben das. Und Toastbrot für die Mädels. Ach ja, und ich habe für die Klinik für mich mitgenommen Mentos Kaugummi. Ich weiß nicht. Und das eklig, wenn man den ganzen Tag nur im Bett liegt und man hat zwar Zähne geputzt, aber man hat trotzdem eher so einen komischen Geschmack im Mund. Und gerade nach einer OP, ich glaube, das ist dann ganz okay, wenn ein Besuch kommen sollte, was ich nicht glaube. Ich bin ja alleine da. Linda begleitet mich. Da freue ich mich sehr drüber. Ich einschlafe und aufwache, dass Linda bei mir ist. Aber ich bin noch 2 weitere Tage da. Mal schauen, ob Besuch kommt oder nicht. Ich habe jetzt niemanden eingeladen. Freunde und Familie wissen, dass ich da bin. Mal schauen. Düsseldorf ist ja auch nicht gerade mal so nebenan. Ich werde das jetzt einpacken und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist Alex Frühstück, Heidefrühstück und Serrano-Schinken. Gucken, ob das reicht. Ich mache jetzt noch Kaffee und dann geht's weiter. Ich glaube, ich werde heute den ganzen Tag ungeschminkt bleiben. Es ist jetzt mittlerweile schon fast 13 Uhr, Viertel nach 12. Und ich muss jetzt noch das Mittagessen noch kochen und einfrieren. Und dann holen wir die Kinder auch gleich schon ab. Oh, meine Haare. Alex ist im Keller. Immer noch nach 4 Stunden und ich habe jetzt hier mein Rezept aufgeschlagen. Ich habe mir auch alles rausgesucht. Ich brauche jetzt nur noch die Sellerie und die hole ich jetzt mal gerade aus dem Keller. Dann schauen wir mal, was Alex macht. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo Alex das hingetan hat. Ich nehme jetzt auch mal mit hoch. Kartoffeln brauche ich auch noch. Ich habe meine Knolle gefunden und Kartoffeln habe ich noch gebraucht. Ich koche jetzt eben schnell, dann zeige ich das fertige Essen und der Alex ist immer noch im Keller und ist beschäftigt. Ich kann da auch nicht so viel filmen, er hat schon zu mir so gemacht. Betriebsgeheimnis. Spaß. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, dann wollen wir die Kinder zum Kindergarten. Mal hier lang putzen. Der Rest ist dann heute Abend für die Kinder. Gucken, ob so, Alex das mag. Interessantes System auf jeden Fall. So sieht das Essen aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben noch Brötchen von heute Morgen. Ah, es gab Abendessen. Hallo. Alex macht die Spülmaschine. Kann ich auch machen, Schatz. Ich habe gerade Frieda schlafen gelegt. Dann gehe ich mal gerade zu Leona. Die Pauline isst sogar noch. Es gibt Salat mit Brot. Hier sind gerade die Mädels vom Sofa runtergesprungen und haben gespielt. Ich habe gerade Frieda schlafen gelegt. Die Nachbarn bohren. Ich sehe total fertig aus, sorry. Ich wollte euch jetzt einmal noch kurz in der Bar zeigen, denn wir haben einen Spiegel bekommen. Wenn man reinkommt, hat man einen ganz großen Spiegel. Und der soll auch noch an dieser Wand weiterlaufen. Allerdings wurde da irgendwas falsch ausgespart. Das hat nicht gepasst, also da kommt auch noch komplett Spiegel hin. Und dann hat man quasi den Spiegel über Eck. Ich finde es voll cool. Und was ist hier los? Leona und ich haben gemalt. Das war diese Bilderrolle von der lieben Anne. Anne Wünsche und da haben wir schon angemalt. Das habe ich ausgemalt. Leona hat das natürlich viel besser als ich gemacht. Wir müssen gleich nur noch die ganzen Stifte aufsammeln, ne? Was machst du? Hast du hier eine schöne Frisur? Schick. Weißt du noch das? Aber ich kann noch mal. Voll den Mückenstich hier. Ich wollte eigentlich heute noch den Koffer packen. Ich möchte das alles morgen in Ruhe machen. Und euch dann morgen mit der Kamera wieder mitnehmen. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Schlaft schön und bis dann. Tschüss.